Álvaro. Álvaro, was für ein toller Beginn des Turniers, was für ein Resultat. Ja, guten Abend erstmal. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Fans, die hierher gekommen sind nach Deutschland, um uns zu unterstützen. Das merkt man ja, wenn wir diese Hilfe bekommen vom Publikum. Also ganz, ganz herzlichen Dank an die Fans. Und das ist wichtig, so anzufangen. Und ihr habt jetzt natürlich auch die kroatischen Fans ein wenig zum Schweigen gebracht durch eure Tore. Ja, ich hab gesehen, dass die Mannschaft große Lust hatte zu gewinnen. Wir haben eine tolle Auswahl und fühlen uns super wohl. Das ist so, so müssen wir es machen von Anfang an. Und ich denke, wir müssen jetzt an das zweite Spiel denken. Der Pass von Fabian war ja perfekt für das zweite Tor und auch das dritte Tor war ja fantastisch. Also ich denke, beim ersten hatte ich einfach Glück, dass ich so schnell an die Spitze kam. Beim zweiten Tor wussten wir, dass Fabian immer toll ist in solchen Situationen und das hat er super gemacht. Es war ein tolles Tor und deswegen sind wir sehr, sehr froh für die drei Tore insgesamt und jetzt denken wir schon an das nächste Spiel. Wir haben schon gesehen, dass du dich auswechseln lassen wolltest. Wie fühlst du dich? Was ist passiert? Ich habe einen Stoß abbekommen. Manchmal passiert das eben, wenn man einen Stoß abkriegt, dann merkt man, dass man ein bisschen müde wird in den Beinen und ich denke, das war besser rauszugehen und der Kollege würde das besser machen. Und seid ihr bereit für das nächste Spiel dann? Klar, natürlich. Wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank an die Fans, die uns sehr, sehr unterstützt haben. War eine wunderbare Atmosphäre, haben gut arbeiten können und naja, mal sehen und hoffen wir auf das nächste Spiel. Danke dir auch und